Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, meine lieben Freunde. Und zwar spielen wir Minecraft, Staffel 6. Die Folge 389 müsste das sein. 389. Vor mir steht die Bäuerin und die Garde von Nordwind. Und es hat einen kleinen Grund, warum ich an dieser Position stehe. Denn ihr hört es ja schon im Hintergrund. Es läuft ein wenig Musik. Und zwar die Minecraft-Musik. Mir hatte jemand geschrieben, dass ich doch ein wenig Musik im Hintergrund abspielen lassen könnte. Und das ist jetzt so, glaube ich, okay. Die Lautstärke müsste eigentlich auch angenehm sein. Und zwar war... ich kann aber dabei ein bisschen rumlaufen. Mal ein bisschen die Stadtteile zeigen, wie ich jetzt nicht gezeigt habe. Hier oben soll jetzt, also nicht jetzt, sondern soll mal die Bürgermeistervilla entstehen. Das sind hier schon die Fundamente gesetzt. Und... der liebe Tardomus hatte geschrieben, dass es doch viel besser wäre, wenn Musik im Hintergrund wäre. Und ja, das ist jetzt so, glaube ich, okay. Ja, und ich habe etwas getan. Ich habe Option, Ressourcepark. Ich habe das Chroma Hills 128 mal 128er Texture Pack VIP 1.13 Version 1. Ah. Habe ich mir runtergeladen. Beziehungsweise habe ich das noch auf Tasche gehabt. Und das sind zum Beispiel die fehlenden Texturen aus dem OZ erstmal durch weiche Texturen. Wie hier zum Beispiel der Weizen. Der wird jetzt in Chroma Hills Texturen angezeigt. Was eben noch ein Fehler ist, irgendwie, dass die Pferde irgendwie in rosa Texturen, das sieht ziemlich creepy aus. Hier ist es dann wieder ein bisschen rot, da ist wieder etwas rosa und es gibt eben wirklich auch ziemlich pinke Kandidaten. Wo ich mir so denke, okay, was soll das? Das ist so ein Bug, den habe ich jetzt damit nicht behoben bekommen. Was ich definitiv aber auch nicht wollte, ist zum Beispiel die Zauntextur. Die war, glaube ich, vorher OZ. Die hat es überschrieben. Dann hier die Birke. Die wird zwar im OZ angezeigt komplett, ist aber weiß. Also das Laub zumindest. Ich habe es ausprobiert. Also egal welches Biom, es ist immer weiß. Das müssen wir vielleicht noch fixen. Ich weiß nicht, ob ihr dann auch ein paar Tipps habt. Oder welches Texturenpack man in den Hintergrund legen kann. Ja, was ist jetzt noch verändert worden durch das Chroma-Pack? Wie gesagt, die Zäune hat es umgeschrieben. Manche Türen, ihr seht es ja gerade hier, da sind die Türen umgewandelt worden und hier die Eichentüren nicht. Warum? Keine Ahnung. Vielleicht, weil in der 13 alle Türen eben neue Farben bekommen. Also es gab ja vorher nur Eichentüren, jetzt gibt es auch andere Türen, aber das gab es ja schon vorher, die anderen Türen. Weil hier die Tür zum Beispiel, die ist jetzt auch umgeändert worden. Das müsste die Birkentür sein, genau. Also ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr ein Ressourcenpaket habt, was ähnlich dem Mesa-Texturenpaket ist
Und könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Das wäre ziemlich lieb von euch. So, dann hatte der liebe Iljazz einen Kommentar geschrieben. Nochmal Grüße gehen raus an den lieben Iljazz. Wer ihn nicht kennt, schaut doch einfach mal auf seinen Kanal vorbei. Wenn ich es hinbekomme, packe ich den mal hier unter die Folge in die Videobeschreibung. Macht gute Videos, der Dude. Und er hat mich gefragt, beziehungsweise einen Bauvorschlag gegeben, ob ich denn eine Bibliothek bauen könnte. Und das habe ich schon. Ich habe schon eine Bibliothek. Und das ist dieses Gebäude, das ist noch nicht fertig. Hier ist übrigens das Armhaus. Armhaus Mokuen. Das M.V. heißt Mojangischer Verein. Hier das Weizen. Und hier ist die Stadtbibliothek Nordwen. Das Coole ist, dass das bunte Glas auch bunt reflektiert, beziehungsweise die Sonne auch bunt durchstrahlt. Finde ich ganz cool. Ja, hier vorne ist dann so der Bereich, wo man sein Buch abgeben kann oder seinen Stempel bekommt, wenn man hier ein Buch sich ausleiht. Dann kann man hier so rumlaufen in den Gängen und hat dann wie so eine Art Labyrinth, so ist das hier aufgebaut. Hat dann hier seine Buchreihen und kann sich dann belesen, auch hier hinten im stillen Eckchen, kann sich dann belesen. Und das war aber noch nicht alles von der Bibliothek. Ich zeige euch mal ein Geheimnis. Dazu muss ich aber mal die Tür auflassen. Na, jetzt muss ich nur schnell genug sein. Irgendwo hier war das doch. Nein, da war's. Verdammt. Und nochmal. Aber das ist so ein kleines Geheimnis hier. Man muss eben wissen, wo es ist, und dann kommt man auch in die Hauptbibliothek rein. So, jetzt habe ich wieder Zeit vertrödelt. Schnell, schnell, schnell hier. Genau. Und da ist man in der Hauptbibliothek. Ja. Hier hängt jetzt ein schwarzes Banner, das soll so nicht. Hier ist jetzt kein nichts mehr drin, aber hier in den Spenden steht auch oben drüber, ist alles leer. Warum ist das alles leer? Habe ich das alles mal ausgeräumt? Wahrscheinlich hier irgendwie kaputt gegangen. Das ist hier die Verzauberungsbibliothek in den Katakomben, hier schön mit schrägen Brettern hier, und hier ganz hier unten, da ist der Verzauberungstisch. Ich kann mal ganz kurz hier ein Brett wegschlagen mit meiner nicht vorhandenen Axt. Ihr seht ja hier, unten geht das noch alles weiter. Und da unten ist der Verzauberungstisch. Irgendwo ging es dann noch runter. Wo ging es denn hier runter? Noch eine Leiter. Später ist es keine Leiter mehr. Ist wirklich alles weg, ne? Das ist schade. Weil hier waren ziemlich viele. Hier wollte ich ja noch so Seitengänge graben, genau. Habe ich hier zum Bleistift? Nee, wo habe ich es? Hier? Ja, genau. Hier dann so Seitengänge, die dann auch noch hier weitergehen. Hier sind nach unten. Es sollte wie so eine Art hier Katakomben von Nordwen werden. Da kann man dann hier unten dann quasi, hier ist auch ein Bett, ist wahrscheinlich auch nichts mehr drin, hinten war das Lapis Lazuli drin. Dann hat man dann hier den Verzauberungstisch, so ein bisschen eingelassen in den Boden. Jo. Könnte ich ja mal in die Kommentare schreiben, wie ich das hier gefällt. Genau.
Gehen wir mal wieder nach oben. Na, welcher Knopf war es? War es doch der? Knopf. Es war nur ein Knopf, der funktioniert hatte. Der? Ja. War der. Funktioniert es wieder nicht, oder was? Oh, bin ich dumm? Was der? Hä? Das war doch gerade der hier drüben, oder? Der war es nicht. Ging doch gerade auf, wo ich den Knopf gedrückt habe. Dauert ein bisschen. Jetzt warten wir aber mal hier. Jetzt will ich das nochmal wissen. Entweder da hat das jetzt übelst lang gedauert, wo ich den hier unten gedrückt habe, weil ich glaube, es war der hier unten. Ich drücke den jetzt mal ganz lang. Und dann warte ich hier. Ja, und ihr so? Alles gut bei euch? Hattet ihr einen guten Start in den Mai? Ich erinnere nochmal, die Woche kommt nicht nur eine Folge Minecraft. Also am heutigen Mittwoch und übermorgen am Freitag kommt auch noch eine Special-Folge von dem neuen Spiel von Mojang. Da wird ja Minecraft 10 Jahre und da habe ich mir so gedacht, da mache ich mal ein langes Special. Nicht so lang. Ich muss mir die Elektrik mal in Ruhe angucken. Ist nämlich Nacht, müssen schlafen. Unbekannte Welt. Alles gut. Tag. Das ist der Bibliothekar, ja? Der vertreibt das Ganze. Ja, das ist die Altstadt hier. Das ist die erste Schmiede, die hier war. Da ist aber, glaube ich, auch nichts mehr. In den Öfen. Also hier ist quasi jetzt... Aber hier sind wieder Schilder beschrieben. Quasi nur am Urspawn. Da ist nichts mehr beschrieben. Hier ist meine erste Hütte gewesen. Da habe ich hier meine Truhe platziert, die ist natürlich auch noch leer. Ja, dann ist eben hier hinten die Altstadtmauer, die hier einmal ringsrum geht. Und da hinten sieht man sie auch. Da geht es auch weiter. Hier steht ein Bett. Da ist man hier unten durch den Gang gekommen. Post, genau. Hier sehen wir auch die Altstadtmauer. Geht dann hier rüber. Kann man auch entlang laufen. An der Altstadtmauer hier. Guten Tag. Wird der Schwarzmarkt betrieben? Ich hoffe nicht. Und untere Mauerstraße. Da schwebt eine Werkbank. Ja, und hier gibt es dann
nach draußen, hier oben, wo wir vor uns waren. Und hier geht es dann da nach oben. Da hinten. Oder wir können auch mal hier hochgehen. Da ist man dann hier oben drauf. Und dann hier so eine Mauer. Aber es sieht aus wie ein Wasserdach. Aber es ist nur Glas. Es schaut schon nicht so ideal aus, wie ich finde. Es ist immer noch so ein bisschen glasig. Vielleicht kommt der Begriff auch daher, so glasig. Weil hier, guck mal, das ist Wasser. Das soll spiegeln. Das Glas eigentlich nicht so sehr, zumindest so wässrig. So wässrig spiegeln. So, meine Freunde, ich bin gleich wieder da. Ich muss mir mal ganz kurz hier, ich muss mal einen ganz kurzen Cut machen. Also bis gleich. Wir wollen da zur Truhe, die da oben steht. Die da. Die Truhe. Da. Da oben. Das ist unser Ziel. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Und es ist Nacht. Schnell schlafen. Es ist Nacht. Was stand da gerade? Neue Version? Es gibt etwas Neues. Gucken wir mal. Schöner Sonnenaufgang. Nur die Birken gefallen mir, wie gesagt, nicht. Entschuldigung auch für den kleinen Cut. Gucken wir mal, was hier drin ist. Der ganze andere Rotz. Hier ist Redstone-Staub. Schaut natürlich alles ein wenig anders aus. Jo, wir wollen ja die Fischerei bauen. Wir waren uns ja noch nicht einig, ob die daran gebaut wird oder nicht. Ich kann es mir vorstellen, dass sie da dran gebaut wird. Deswegen will ich die Kisten hier einfach mal abreißen. Dazu nehme ich mir hier. Ich habe jetzt sogar noch mehr Brot. Ich war zwischendurch in der anderen Welt. Da habe ich das Brot nämlich her. Weil ich da Tienchen ein bisschen rumgeführt habe. Wer ihn nicht kennt, eigentlich ist so gut bekannt. Ein Inventarplatz mehr, zack. So. Da die Kühe, ihr bleibt heute am Leben. So, erstmal gleich mal ein paar Brote. Lange so, machen so, hier können wir ja mal und hier oben die Truhen aufstellen. So, hier, so, zack, zack. Und so ein bisschen was reinstapeln. Was wir jetzt am Anfang vielleicht nicht so brauchen, das. Ja, ne? Haben wir jetzt alles. Wir benötigen halt, müssen wir verbauen. Und zwar setze ich da auch hier den ersten Stein dazu, beziehungsweise das erste Holz. Gehe hier so hin, zack. Kriege ich etwas schmerzhaft. Gehe dann hier so zwei rein. Autsch, sehr weh. Au, ja, wieder. Und hier ein so, zwei so. Macht das so. So, kommt hier ein Gebälken. Dann gehen wir hier. Hier gehen wir rein. 1, 2, 3, 4, 5. Das tut wieder weh. Dann gehen wir hier. Also wieder einen. Vorne kommt so ein kleines Haupthaus hin. Deswegen wollte ich das schon ein bisschen größer gestalten. So, 1, 2. Und dann der Balken hier wieder. Und dann gehe ich jetzt einfach mal
1, 2, 3, 4, 5 in die Richtung. Das tut mal ein bisschen mehr weh. Und dann gehe ich wieder hier zurück. 1, 2, 3. Ja, 1, 2, genau. Ich ziehe den Balken hier drüben gleich mal mit hoch. So, mach das erstmal so auf der Ebene. Dann sind wir nämlich hier. Können dann sagen, wir gehen mal hier vor. Und zwar bis hierhin. Autsch. Und dasselbe auf der anderen Seite auch. 1, 2, 3 und dann hier nach oben. So haben wir das, wa? Genau, jetzt gehe ich noch hier auf die andere Seite, um Autsch, die fehlenden Balken einzuziehen. Tue ich mal was essen. Zack, zack, zack. Kann mir natürlich auch wie der ein paar Vorschläge reinschreiben, wie ich denn hier guck mal, ins Wasser reinspringen, kriegt man weniger Schaden oder gar keinen. Wie ich hier das Ganze gestalten soll. So, hier würde ich gerne diese Doppeltüre einziehen. Genau. Und den Lehm, den habe ich jetzt da drüben reingepackt, wa? Den habe ich noch im Inventar. Guck mal. Hellgraue Keramik. Hier gestalterisch hinbekommen. Werkbank wäre auch nicht schlecht. Bastel ich mir mal schnell eine. Mit F führe ich das Redstone hier rüber. So, der Sandertal. Schwarzeichenholz könnte man ja als Boden nehmen. Könnte man tun. Aber noch welches aus dem Wald holen. Das wird nicht reichen. Bis hinten ist wie gesagt der Wohnraum des Fischers. Und da vorne der Verkaufsraum. Drei Stück. Und dann hier davor, dann kommt dann hier noch so ein Steg nach unten, also quasi hier vorne, wo man dann runter geht. Genau, wo so mittig runter gehen, sage ich mal. Mal gucken, wie es dann ausschaut. So, hier machen wir erstmal das da. So weit hoch, wie man das Ganze hinbekommt. Auch eine klare Wand. Oder so eine Wand. Zack, zack. Und hier so eine Wand. Jetzt können wir die anderen zwei noch hochgehen. Und das alle. Ist auch kein Problem. Ich hätte
auch gleich hochgehen können. Zack. Noch einen hoch quasi und dann hier oben die komplette Umrandung hinziehen können. Und da gucken wir mal, wie das Ganze ausschaut. Ja, passt. Also hier ist jetzt der Stein alle, den müssen wir nachholen. Ich weiß nicht, ob wir noch Lehm im Lager haben. Ich denke ja. Wissen tue ich es nicht. Das war falsch gesetzt. Okay, da kommen wir jetzt nicht so einfach ran, aber der wird schon nicht despawnen. Ich habe ihm einen Blick. Da unten ist er. Autsch. Habe ich das Wasser nicht getroffen. Die Sonne geht unter. Auch schon ein schönes Bild, wa? Muss ich mal hier vom Weiten gucken, ob ich hier ein gutes Bild hinbekomme. Der Abendsonne. Der Abendsonne. Das Bett ist da. Wunderbar. Sehr schön. Ja, die Türen, die brauchen wir jetzt nicht so unbedingt. Die Fenster könnten wir schon einziehen. Das kann man machen. So, ja. Autsch. Das tut weh. So. So, so. So und so. Das schaut doch gut aus. Jetzt holen wir noch ein bisschen Schwarzeichenholz. Das haben wir jetzt nicht auf Tasche. Tun wir das mal hier rein. Ich hoffe, dass ich noch was hier drüben im Lager besitze. Sonst müssen wir mal ein paar Bäume fällen gehen. Das sollte jetzt nicht so das Problem sein. Schwarzeigenholz haben wir hier. Ja, schon Mauern, was war? Europa haben wir auch nicht so viel, geschweige denn von der Akazie. Da gehen wir mal schnell drüben im Wald ein paar Bäume fällen. So, da haben wir noch was. Dann sollte es mir noch was drin haben. Ja, zwei Stück. Eins. Erde. Sind. Schwarzeichensetzlinge. Okay, die bringen uns herzlich wenig. Aber hier habe ich irgendwas Interessantes gesehen, nämlich hellgraue Keramik. Die können wir dann gleich noch verbrezeln. Na, die Schafe hier. Die Schafe, die haben gutes Organ. Ein gutes Organ. So, jetzt gehen wir mal hier oben auf den Platz.
hier hinten fängt schon der Schwarzeichen halt an. Tun wir mal ein paar Bäume fällen. Die ja eh im Weg rumstehen. Die früher oder später eh gefällt werden müssten. Habe ich eine Fackel bei? Nein. Hat nämlich gerade ziemlich dunkel. Ja. Wo es helligst am Tag ist. Aber so ist es eben im Schwarzeichenwald, ja? So, bauen wir den Baum ab. Hui, was ist los? Ach so, ich habe Hintergrund noch Twitch laufen. Das sollte man vielleicht während der Aufnahme nicht tun. Und TS habe ich auch noch auf und Skype und alles Möglichen. Das sollte man nicht tun. Nein. Au, 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 au. Da stand ich im Baum. Jetzt hat es plöpp gemacht. Und es hat plöpp gemacht. Tausendmal abgebaut. So. Unbekannte Welt. Das war ja klar. Dass du da wiederkommst. Seinen Willen nicht bekommen. So, du bist abgebaut. Und da strahlte die Sonne kurz durch hier. Durch das Laubwerk. Schaut schon ziemlich cool aus. So 33. Guck mal, hier haben wir auch noch einen schönen Baum. Höher, etwas höher. Boah, die Sonne. Ui. Die tut ganz schön blenden. Ja. Ein Apfel und eine Birke. Den Baum fällen wir auch noch gleich. Ich hoffe, die Minecraft-Musik, die ist angenehm. Und die Folge am Freitag, die kommt auch ein bisschen später raus. Die kommt nicht vormittags um 10. Die wird abends erscheinen. Also wundert euch nicht, weil ich muss es auch erstmal alles. Und das ist auch noch ein Block. Ich konnte ihn gar zu erkennen. Das geht sogar noch höher. Aber jetzt ja, jetzt ist gut. So, despawnst du? Es despawnt. Wunderbar. Zuck, zuck, zuck. Den richtigen Weg wiederfinden. Habe ich hier 9 Setzlinge. Ich habe ja noch nicht alles despawnen lassen hier unten. Aber haben wir noch einen großen Wald, das passt. Jetzt bauen wir die Brücke hier ab. Nein, Quatsch. Machen wir natürlich nicht, war nur ein Spaß. Haha, alle haben gelacht. Nur ich nicht.
Wäre das nordwenische Banner nicht kennt, das schaut so aus. Schön, bunt und knackig. Genau. Schön, dass das noch alles drauf ist. Ey. Cool. Was macht die Kuh da? Das habe ich jetzt nicht gesehen. Muss ich die Folge aber 18 machen? Ja, brauchst gar nicht so zu gucken. Da ist alles gefilmt worden. Eieiei. Wildes Treiben in der Folge. So wird die Folge heute. Wildes Treiben. Alter, habe ich mich jetzt verjagt. Uiuiui. Also wird man richtig aufs Korn genommen. In der heutigen Folge. Eine einsame Kuh. So, gucken wir mal hier. Machen wir der Hälfte. Das reicht auf jeden Fall erstmal. So, so, zack, 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 zack. Da hole ich nochmal hier die Werkbank. Ein bisschen Treppenstufen. Treppenstufen. Da gehen wir hier nach unten. Würde ich meinen. Autsch, wie ich es auch immer wieder vergesse. Zack. Und zack. Und zack. Und zack. Auf der Ebene. Machen wir noch eine Tiefe. Natürlich nichts. Einsatz mit X. Machen wir es so. Ja. Ah, was ist halt noch mehr los? So. Das macht doch viel mehr Sinn. Und da buddeln wir hier ein bisschen Sand weg, oder? Ne, das ist eins so. Das war schon richtig, wie wir es gemacht haben. Das war schon so richtig. Machen wir mal hier gleich warmes Sand. Auch mal eine Werkbank. Die klatsche ich jetzt mal hier an. Mache immer Halbstufen draus. So. Machen wir hier unten den Abschluss. Ach, das haben wir gerade nicht mit. Schön mit dem Boot im Hintergrund. So, noch einen Euro. Jetzt haben wir noch das Fichtenholz. Indem wir hier das da machen. Ich
Kabel an. Noch können wir rein. Eins, zwei, drei, vier. Hat genau gelangt. So, dann machen wir das so. Und hier können wir ja einen Ausguck lassen. Da tue ich das nur so machen. Und ein großes Fenster. Da kann man dann schön aus auf dieses Schiff gucken. Das habe ich gestaltet, das Schiff. Schaut schön aus, oder? Hätte ich vielleicht auch mal bauen müssen zur Wahlbewerbungsphase 2016. Da war nämlich die Aufgabe, ein Schiff zu errichten. Da wusste ich noch nicht so wirklich, wie ich ein Schiff baue. Ich fing dann erst danach an. Ah, da können wir hier hinten auch einen Vollblock reinmachen. Das würde auch gehen. Nehme ich mal die Stufen zu. Sparen nämlich zwei. Upsala. So. Na, komm. So, und hier bauen wir dann so einen Steg nach draußen. Das ist hier die Mitte. 1, 2, 3. 1, 1, 2, 3. Zack, zack. 1, 2, 3. Ja. Wupp. Hier und da. Das ist die Mitte. Das ist doch gut. Passt doch. So, jetzt haben wir keine Stufen mehr. Ach ne, die Werkbank habe ich im Inventar. Siehst du mal. Die knöpsel ich. Alles gut. Alles super. Super duper. So, tun wir hier noch mal ein bisschen. Die Wand verkleiden. Wie zum Karneval. Verkleidet sich die Wand als Teppich zum Bleistift, oder? Genau, hier machen wir dann so ein Dach drauf. Genau, da machen wir hier so ein Dach drauf, so ein Gebälk aus Fichtenholz. Ich habe ja extra so Fichtenholztreppen gemacht. Ja, genau hier, um das mal zu testen, wie das ausschaut. Das können wir hier reinpacken. Zack, 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 zack. Hier haben wir Eichenholz und Zäune.
sehr gut. Und zwar. Ja, das waren sogar Fische, das ist sehr gut. Den haben wir. Jetzt haben wir schon fast einen halben Stack verbraten. Da müssen wir uns mal ausgucken, wie wir das jetzt hier gestalten. Ich würde kein Geländer dran machen. Was sagt ihr? Dass wir hier ein bisschen Beleuchtung haben. Und eine Fackel haben wir hier nicht. Die müssten wir erst holen. Jetzt glaube ich auch schon wieder Schlafenszeit. Das heißt, die Folge ist um. Kann ich schlafen? So, haben wir noch Fackeln, wollen wir gut oxidieren. Schilder, die können wir mitnehmen. Vielleicht unter Altenholz. Sehen wir mal. Schlafen wir hier? Leuchten wir noch aus und in der nächsten Folge geht es dann weiter mit Let's Play Minecraft hier, Staffel 6 von der Fischerhütte. Ihr könnt auch ein paar Themenvorschläge reinschreiben in die Kommentare, immer sehr erwünscht. Ich möchte noch ein paar Dinge mit euch reden. Achso, ich möchte Eichenholz holen. Ja.
denk mit. Ich denk mit. Ja, schaut es doch gar nicht mal so übel aus. Mir gefällt's. Und einen Namen braucht das Teil ja noch. Fischerei. Der Ilchess hatte. Nee, nicht der Ilchess. Der Elysion hat es vorgeschlagen. Der Elysion. Ich schreibe es mal. Hier so. Oder? Oder darüber? Schreibe es hier erstmal. Fischerei. Bam. Türen zu. Alles schön hier reinstapeln. Und ich sage adieu. Meine lieben Freunde. Bis zur nächsten Folge. Bis Freitag die Woche. Und dann wieder bis nächste Woche Mittwoch, wenn es wieder heißt Let's Play Minecraft, hier Staffel 6. Mit mir den Sertrück und der Fischhütte, die da hinter mir steht. Subi. Ich wünsche euch Spaß. Haut rein.